Widerstand ist zwecklos. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge über den Aufbau meiner Modelleisenbahnanlage. In diesem 18. Teil geht es um die Vollendung des Modul Brücke. In den letzten beiden Teilen habt ihr gesehen, wie die Unterkonstruktion gebaut wurde, wie die Felsen, der Fluss und die Straße gestaltet wurde und wie die Brücke eingepasst wurde. Jetzt kommt der Schlussteil mit dem Aufbau der Gleise, das Altern der Gleise und das Gestalten der Landschaft im oberen Bereich. Zuerst werde ich jetzt die Gleise altern und dafür verwende ich eine rostbraune Farbe und einen ganz feinen dünnen Pinsel. Die hier verwendeten Gleise sind sogenannte Flexgleise mit einer Länge von 72 cm. Die ersten paar Zentimeter habe ich das Gleis hier schon mal rostbraun angemalt. Und jetzt kann man schön den Unterschied sehen zwischen dem neuen Gleis und dem auf alt getrimmten Gleis. Wenn die Gleise komplett rostig angemalt sind, folgt anschließend noch mit einem etwas dunkleren Braun die Schwellen. Die Schwellen werden im Bereich der Brücke nochmal gesondert angemalt. Das soll einen höheren Verwitterungsgrad darstellen. Bevor ich jetzt die Gleise einbauen kann, brauche ich noch die Schrauben, auf die später dann die Schienen aufgelötet werden. Und dafür markiere ich mir jetzt die Stellen, an denen vorgebohrt werden soll. Nachdem die Löcher gebohrt sind, kann ich die Schrauben eindrehen. Die ersten vier Schrauben sind jetzt eingedreht und als nächstes nehme ich mir ein Stück Schiene ohne Schwellen, um die Höhe anzupassen. Dazu lege ich die Schiene flach auf und schiebe sie bis an die Schraubenköpfe ran. Und dann kann ich mit dem Rein- oder Rausdrehen der Schraube die Höhe variieren, bis die Schiene gerade ebenso über der Schraube liegt. Wenn alle vier Schrauben angepasst sind, werden die Köpfe abgeschliffen und anschließend mit dem Lötkolben verzinnt. So sehen die verzinnten Schrauben aus. Jetzt kommt im vorderen Bereich der Brücke ebenfalls nochmal vier Schrauben und dann am anderen Ende des Moduls noch einmal vier Schrauben. Alle werden mit demselben Prozedere vorbereitet. Vorgebohrt, eingedreht, angepasst, abgeschliffen und verzinnt. Jetzt passe ich das erste Gleis an und dazu muss ich schauen, wo die Schraubenköpfe sind und wie viele Schwellen ich wegschneiden muss. Anschließend werden die Unterseiten der Schienen abgeschliffen und verzinnt. Und nicht vergessen die zwei Kabel für die Stromversorgung der Gleise. Die müssen dann ebenfalls noch angelötet werden.
Dieses vorherige Verzinnen hat den Vorteil, dass die Gleise schneller mit den Schraubenköpfen verbunden werden. Man braucht sie also nicht so lang zu erhitzen, sondern kurzes Ranhalten mit dem Lötkolben, bis das Zinn flüssig ist und dann verbinden sich schon die Schrauben mit der Schiene. Hier werden jetzt noch die Kabel für die Stromversorgung angelötet und dann kann die Schiene schon eingebaut werden. Und dasselbe Prozedere macht ihr dann auch mit der zweiten Schiene. Das Ergebnis sieht dann so aus. Hier sieht man übrigens, dass ich den Außenradius um 5 mm zu groß gewählt habe. Darum machen die Gleise so einen leichten Bogen, wenn sie zur Brücke hin verlaufen. Soweit sind die Gleise schon befestigt. Jetzt muss man nur noch den Überstand abschneiden. Und dafür verwende ich wieder meinen Dremel. Nachdem die Gleise jetzt befestigt sind, kommt das Einschottern. Und dafür verteile ich Schotter zwischen den Schwellen und außenrum am Bahndamm. Und anschließend kommt eine Weißleim-Wassermischung dazu, die das Ganze dann verklebt. Aber zuerst mal wird der Schotter verteilt. Das hier ist jetzt diese Wasser-Weißleim-Mischung. Und die trage ich mit so einer Pipette auf. Diese Pipette kriegt man beim Bastelzubehör. Wenn ihr zu dieser Wasser-Weißleim-Mischung noch einen Tropfen Spüli hinzugibt, verteilt sich der Weißleim besser über dem Schotter. Nach dem Auftragen muss das Ganze ca. 15 bis 18 Stunden trocknen, je nachdem wie viel Kleber ihr aufgetragen habt. Nachdem mein Schotter jetzt trocken ist, kann ich die Umgebung mit Grasfaser und brauner Streu dekorieren. Und dafür trage ich als erstes Weißleim auf. Es kommt als erstes die braune Streu hin und dann kommen die Grasfasern drüber. Ich mache das immer abschnittweise, da bei größeren Flächen die Gefahr besteht, dass der Weißleim schon angetrocknet ist, bevor man mit dem Bestreuen anfangen kann. Hier sieht man, dass alle Flächen mit Grasfasern und brauner Streu gestaltet wurden. Und dann komme ich als nächstes nochmal zur Brücke. Hier fehlt nämlich noch ein Detail, und zwar das Brückengeländer. Und dieses Geländer klebe ich jetzt mit Kunststoffkleber auf. I'm gonna go to the bathroom.
Das Gelände ist jetzt rundum aufgeklebt und jetzt sieht mir aber das Ganze noch ein bisschen zu neu aus, das Gelände und die Brücke. Und darum kommt wieder meine rostbraune Farbe ins Spiel und damit bemale ich jetzt das Gelände und die Brücke und trimme das ganze Wald, so dass die Brücke und das Gelände schön verrostet aussehen. So, jetzt ist auch die Brücke angemalt und dann folgt als nächstes bzw. auch als letzter Schritt das Bepflanzen. Wie man auf dem Bild sieht, habe ich schon mal angefangen mit Büschen aufkleben und dann folgt als nächstes noch jede Menge Tannenbäume. Dabei achte ich besonders darauf, dass der Übergang von dem einen Modul, also in dem Fall von dem mit der stillgelegten Bahnanlage, zu dem Modul mit der Brücke sauber übergeht. Und jetzt ist die Landschaftsgestaltung für das Modul Brücke fertig. Jetzt folgen noch ein paar Fotos. Ja, und dann sind wir durch. Dann wünsche ich euch noch viel Spaß beim Anschauen der Bilder. Bis zum nächsten Mal. Ciao.